So, in diesem Video soll es mal wieder eine Aufgabe geben. Also, was ist hier los? Wir haben Folgendes. Wir haben eine Funktion f, die ist definiert von einer Menge a. Diese Menge a ist eine Teilmenge vom r hoch n und man sieht sie einfach mal offen. Und f bildet nach r ab. Na, also von einer Teilmenge des r hoch n nach r. Und zwar so, dass sie zweimal stetig differenzierbar auf der gesamten Menge a ist. So, das heißt, wir können uns eben halt so eine angenehme Funktion auf einer angenehmen Menge. So, und was wir jetzt machen ist, wir haben hier die Menge groß A, also vielleicht habe ich habe die so ein bisschen krumm hier hingemalt, aber so sah die einfach, sehe die einfach mal aus. Und was wir hier haben, ist so irgendein Vektor A und eine Richtung H. Ja, das heißt, die sind irgendwie gegeben. Jemand gibt mir also einen Punkt A, den finden wir irgendwie spannend, und irgendeine Richtung H, die wir auch irgendwie spannend finden. Und was wir machen ist, wir bauen uns eine Strecke. Ja, die fängt irgendwo hier an, geht durch A durch und fängt und ist komplett in der großen Menge A, und die Richtung ist immer H. Sowas bauen wir uns. Und zwar als Funktion. Was wir also haben, und das ist jetzt die Annahme der Aufgabe, wir haben irgendwie so eine Teilmenge von R. Ja, und diese Teilmenge heißt I, das ist eine Indexmenge, das soll auch ein offenes Intervall sein, weil das sonst keinen Spaß macht. Und G von T, diese Funktion G, definieren wir wie folgt. Das ist einfach a plus t mal diesen Richtungsvektor. Ja, und zwar muss das dann, dieses g von t, muss immer in der Menge a bleiben, und zwar für alle t aus dem Intervall. Oder in anderen Worten, man muss das Intervall so klein wählen, dass man nicht aus dieser Menge rausrutscht. Ja, was immer geht, wenn man a, dieses kleine a aus der Menge a hat, dann ist es, weil es a, die Menge a offen ist, kann man immer so, und egal wie der Richtungsvektor aussieht, findet man immer so ein offenes Intervall, sodass man immer in dieser Menge bleibt. Ja, das funktioniert also immer. Man muss so eben halt nur aufpassen, dass das i eben halt nicht zu groß wird. Gut, so, uns interessiert also diese Funktion g von t. Ja, wenn wir dieses g von t haben, dann stecken wir hier eine Zahl aus r rein und bekommen einen Vektor aus r hoch n. Wenn wir darauf wieder f anwenden, kriegen wir wieder eine Zahl. Und darum geht es. Und es geht um die Funktion f verknüpft mit g. Das ist eine Funktion, wo wir eine Zahl reinstecken und eine Zahl rausbekommen. Also eine Funktion von R nach R. Ja, und das interessiert uns. Ja, diese Funktion, die würden wir gerne ableiten. Und in der zweiten Aufgabenteil wollen wir sogar die zweite Ableitung haben. So, die Behauptung der Aufgabenstellung ist, die erste Ableitung von dieser Hintereinanderausführung ist, der Gradient von f an der Stelle g von t multipliziert mit dem Vektor h. Und zwar für alle t aus dem Intervall. Und das ist die erste Aussage. Sie sehen also, irgendwie kommt jetzt der Gradient hier rein. Und hier wird einfach mit h die Skalarmultiplikation ausgeführt. Und ganz ähnlich sieht das bei b aus. Dort passiert auch was Interessantes. Wenn wir die zweite Ableitung von dieser komischen Funktion uns anschauen, an der Stelle t, dann taucht da plötzlich die Hessel-Matrix auf. Ja, die wir in dem vorherigen Video hatten, die Hesse-Matrix von f an der Stelle g von t. Ja, das ist ja eine n kreuz n Matrix. So, und das wird multipliziert mit h, ne, als Spaltenvektor. Das heißt, es ist also ein n kreuz 1 Vektor oder eine n kreuz 1 Matrix. Und hier vorne multiplizieren wir auch h dran, und zwar als transponiert, also als 1 kreuz n Zeilenvektor. Und wenn man das alles hier diese Matrizenmultiplikation ausführt, bekommt man natürlich eine Zahl raus. 1 kreuz 1 ist das Endergebnis. Also eine Zahl. Und das ist genau dann die zweite Ableitung von verrückterweise von dieser Funktion. Ja, und Sie sehen, diese Hesse-Matrix wird quasi eingeschachtelt von H und H transponiert. Und das soll für alle T aus I gelten. So, also Ihr Job ist es jetzt mal zu versuchen, diese beiden Ableitungen auszurechnen. Ganz klarer Tipp: Kettenregel ist Ihr Freund. Ich gebe jetzt mal einen kurzen Moment, und das ist Ihre Chance, jetzt eine Pause zu machen und das Video anzuhalten und das Ganze mal selber zu lösen. So, Pause. Pause zu Ende. Sie haben das Video jetzt angehalten und lassen Sie es weiterlaufen und gucken, ob Ihre Lösung mit meiner Lösung übereinstimmt. Das finde ich gut. Dann schauen wir doch mal. Ja, also was ist hier los? Wir haben also zwei Aufgabenteile. Natürlich fangen wir mit A an. Warum? Weil die zweite Ableitung ausrechnen, bevor man die erste hat, ist irgendwie nicht zielführend. Also, wir rechnen mal aus. Es geht ja um f verknüpft mit g, abgeleitet an der Stelle t. So, jetzt habe ich schon
Kettenregel erwähnt. Ja, okay, dann das ist ja G leitet, bildet nach R hoch N ab und F von R hoch N nach R. Das heißt, wir haben die ganz die Kettenregel, die wir aus der mehrdimensionalen Analysis kennen, ne? Also die mehrdimensionale Kettenregel haben wir. Das heißt, wir haben hier die Jacobi-Matrix von F verknüpft mit G an der Stelle T. So, und da hatten wir gelernt in der Kettenregel, diese Jacobi-Matrix rechnet man wie folgt aus. Das ist die Jacobi-Matrix von F an der Stelle G von T. Matrizenmultiplikation mit der Jacobi-Matrix von G an der Stelle T. So, jetzt sind wir ganz entspannt und sagen, okay, die F ist ja eine Funktion von von der Teilmenge R hoch N nach R. Das heißt, wir können hier statt Jacobi-Matrix von F schreiben, Gradient von F. Das ist einfach nur das andere Symbol an der Stelle g von t. Multipliziert mit, ja, jetzt gucken wir es mal hin und gucken, hey, was wollen wir euch zeigen? Da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Ja, hier nehmen wir natürlich an, t ist aus i beliebig. Ne? Und jetzt sehen wir schon, oh, da wollen wir hin. Den ersten Teil haben wir schon. Das war nicht besonders schmerzhaft. Jetzt müssen wir so noch rauskriegen, dass die Jacobi-Matrix von G von T nichts anderes ist als dieser Vektor H. Ja gut, da gehen wir ganz stumpf vor. Wir überlegen uns einfach, was ist denn die Jacobi-Matrix von G von T? Dazu müssen wir uns einfach mal überlegen, was ist einfach G von T? Das ist ja, wie ist das definiert? Das ist so definiert, Vektor A plus T mal Vektor H. Also schreibe ich da auch einfach mal das als Spaltenvektor hin. Das ist A1 plus T mal H1. Bis a groß n plus t mal h groß n. So, davon hätte ich jetzt gern die Jacobi-Matrix. Das heißt, ich muss da alle partiellen Ableitungen bilden. Das bleibt ja gleich. Und jetzt heißt, diese Jacobi-Matrix ist ja der Spaltenvektor hier an dieser Stelle von diesen partiellen Ableitungen. D nach dt und dann, das ist die Funktion, die ich ableiten muss. a1 plus t mal h1. Bis d nach dt von a groß n plus t mal hn. Na, jetzt ist es aber nicht mehr schwer, weil hier heißt es ja nur, okay, leite das Ganze bitte nach t ab und das ist der Term. Ja, a1 ist eine Konstante, h1 ist eine Konstante, hier steht t. Das ist ein ganz einfaches Polynom über t. Ja, wenn man das ableitet, ist es ja trivialerweise jeweils immer hier dann hier h1 und so weiter. Also steht da Gradient von g an der Stelle g von t mal h1 bis h groß n. Ja, und damit sind wir fertig, weil die Behauptung war, zeige, dass das genau das hier ist. Und auf der rechten Seite haben wir jetzt hier tatsächlich genau den Vektor h stehen. Das ist der Vektor h. Ja, und damit sind wir fertig. Das heißt, a haben wir gezeigt. Das war gar nicht so schwer. Man muss nur die Angst vor den Symbolen überwinden. Ja, so haben wir überwunden. Also kümmern wir uns um die Aufgabe, um Aufgabenteil 2, Teil B. Da geht es um die zweite Ableitung von derselben Funktion. Das heißt, wir nehmen halt diese erste Ableitung, von der wir jetzt wissen, wie sie aussieht, und versuchen das mal auszurechnen und kriegen dann hoffentlich bitte schön das raus. Da taucht wundersamerweise plötzlich diese Hesse-Matrix auf. Mal schauen, ob uns das auch gelingt. Ja, okay, kümmern wir uns also um B. Gut, also wir sollen die zweite Ableitung von dieser Hintereinanderausführung ausrechnen an der Stelle T. Das ist ja die Jacobi-Matrix von der ersten Ableitung. Ja, an der Stelle T. So. Die erste Ableitung habe ich ja. Ja, die erste Ableitung von f verknüpft mit g an der Stelle t, das ist genau das, was ich hier habe. Das ist also die Jacobi-Matrix von dem Gradienten von f an der Stelle g von t mal Vektor h. Ja. Okay, das macht uns ein bisschen Angst, weil irgendwie Jacobi-Matrix von den Gradienten von f und g und t und das sieht erstmal so ein bisschen wild aus. Aber müssen wir gar nicht so viel Angst haben. Wir überlegen uns erstmal, okay, was passiert eigentlich hier? Das ist einfach die Skalarmultiplikation. Dann schreibe ich die doch einfach mal hin. Das ist die Jacobi-Matrix
von. Und dann da, das heißt, hier in den drinnen quasi passiert ja eine Skalarmultiplikation. Und das ist ja ein Zeilenvektor multipliziert mit einem Spaltenvektor. Das ist also Skalarmultiplikation. Und die sieht dann also so aus, dass die Summe i läuft von 1 bis groß n. So, und was steht am Gradienten? Da steht immer die Ableitung von f nach und dann dxi multipliziert mit, Entschuldigung, an der Stelle g von t, das ist wichtig. Multipliziert mit hi. Das ist das, was da passiert. Ja? So, wie gesagt, Zeilenvektor multipliziert mit Spaltenvektor, dann kriege ich genau diese Summe raus. Da kommt also eine Zahl raus. Ja, das ist das, was da rauskommt. Okay, schön. Jetzt haben wir ja gelernt, Jacobi-Matrix, also ableiten und Summe, das passt gut zusammen. Das darf man beliebig vertauschen. Das heißt, wir können die Summe rausziehen. Summe i läuft von 1 bis groß n. Und dann die Jacobi-Matrix von genau diesem Ausdruck. df nach dxi an der Stelle g von t mal hi. Okay, hi ist ein Skalar. Kann ich auch rausziehen aus der Jacobi-Matrix. Ja, also habe ich die Summe. I läuft von 1 bis groß n und das hi ziehe ich auch gleich raus. Hi mal, und jetzt brauche ich die Jacobi-Matrix von dieser Funktion. df nach dxi an der Stelle g von t. So, und jetzt kriegt man so ein bisschen Angst. Ja, Jacobi-Matrix von so einer partiellen Ableitung. Hilfe, was ist da los? Okay, wir tun mal so, als ob das gar nicht so eine Funktion wäre von dieser Form. Ja, wir wissen, dass das gestanden hat, aber wenn da jetzt einfach die Jacobi-Matrix von p von g an der Stelle t stünde, einfach nur mal ganz kurz nachgedacht, wie das dann wäre, dann würden wir Folgendes schreiben. Das ist dann einfach Summe i läuft von 1 bis groß n hi. So, und da würden Sie doch sagen, hey, wow, das ist doch wohl wieder Kettenregel, ne? Ja, genau, das ist wieder Kettenregel. Multipliziert mit dem Ergebnis der Kettenregel. Die Jacobi-Matrix von p an der Stelle g von t multipliziert mit der Jacobi-Matrix von g von t. So, und was war nochmal p? P war diese partielle Ableitung. Deswegen, also p war gar nicht, ist halt nur ein kompliziertes Symbol. Statt p war da halt df nach dxi. Okay, also schreibe ich hier hin df nach dxi. So. Okay, jetzt sind wir schon wieder ein Schrittchen weiter. Ja, warum? Weil jetzt müssen wir uns überlegen, was ist zum Beispiel das da? Oh, den Kollegen kennen wir schon. Ja, Summe i läuft von 1 bis groß n. Hi mal, ja, die Jacobi-Matrix von g an der Stelle t, das ist einfach h. Das ist wieder der Spaltenvektor h, so wie wir es bei der ersten Ableitung auch schon hatten. Ja, da kommt also wieder das multipliziert mit womit? Das hier muss ja wieder ein Gradient sein, sonst haut es ja nicht hin. Ja, wir haben hier eine Funktion, die abbildet nach R. Also ist die Jacobi-Matrix wieder ein Gradient. Ja, das ist also und wie sieht dieser Gradient aus? Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Platz. Ich schreibe den Gradienten einfach mal hin. Das ist der Gradient von dieser Funktion df nach dxi. So, und bei den Gradienten müssen wir ja alle dieses hier wieder ableiten, ja, nach allen Variablen. Das heißt, wir müssen hier die partielle Ableitung nach dx1 haben. An der Stelle g von t. Und zwar für alle Komponenten, oder? Ja, das heißt, ich habe hier die Ableitung nach dxn und von welcher Funktion? Das ist die partielle Ableitung nach dxi. Ja, an der Stelle g von t. Ist noch eine Klammer und ich glaube noch eine Klammer und das Ganze dann multipliziert mit dem Vektor h. Weil das da ist. Und das hier haben wir ausgerechnet, ist dieser wunderschöne Zeilenvektor hier. So, und jetzt haben wir hier Zeilenvektor mal Spaltenvektor. Oh, das ist wieder so eine olle Summe. Ja, weil es kommt ja wieder eine Zahl raus. Also schreiben wir die Summe doch mal hin. I läuft von 1 bis n. Hi.
Und dann habe ich jetzt hier die Summe. Dann nehme ich mal jetzt J, läuft von 1 bis groß N. Ja, und dann habe ich jetzt diesen Ausdruck hier. Ne? Das ist also d nach dxj von df nach dxi an der Stelle g von t. Diese Klammer zu, mal hj. So. Okay. Und das ergibt jetzt i läuft von 1 bis n. Und dann habe ich, kann ich einfach das hier so reinziehen. Die erste hi da so reinziehen in die Summe. Dann habe ich, und dann habe ich die andere Summe gleich hinterher. Also i läuft von 1 bis n und j läuft auch von 1 bis n. Und dann habe ich hier hi mal. So, jetzt muss ich überlegen, was ist denn das hier? Was ist das eigentlich? Das ist einfach nichts anderes als die zweite partielle Ableitung von f. Und zwar erst nach xi und dann nach xj. An der Stelle g von t. Ja, mal hj. Puh, das war ein wilder Ritt. Jetzt müssen wir uns einfach nur mal überlegen, was soll ich eigentlich zeigen? Die Aufgabenstellung war, das ist das da. Ja, Vektor h transponiert mal Hesse-Matrix mal Vektor h. Ja, und dann mache ich das einfach mal so, dass ich mal ausrechne, was das eigentlich ist. Vektor h transponiert mal Hesse-Matrix an der Stelle g von t mal h. Ja, und das ist also h1 bis h groß n mal und dann die Hesse-Matrix. Das ist hier d, die zweite Ableitung df zweimal nach dxj, dxi an der Stelle g von t. Ja, so. Ja, das ist also die Hesse-Matrix mal und dann habe ich hier h1 bis hn. So, und das Einzige, was jetzt noch passiert, ist ein Indexkrieg. Ja, dass man hier so einen Indexkrieg kämpft gegen diese Matrix mit den, mit diesen Indizes und mit diesen Indizes. Ja, und das müssen wir einfach tun. Ja, also was hier jetzt rauskommt, ist, wenn ich diese Zeile hier multipliziere mit dieser Matrix, kommt ja wieder ein Zeilenvektor raus. Ja, und in diesem Zeilenvektor steht drinne, ja, in der ersten Spalte steht drin Summe i läuft von 1 bis groß n. Oder ich nehme einfach mal j, ich glaube, j ist schlauer an dieser Stelle. Und dann habe ich hier d2f nach dxj dx1 an der Stelle g von t. Und das Ganze läuft weiter bis hier Summe J läuft von 1 bis n. Und dann d2f nach dxj nach dx groß n an der Stelle g von t. Und das Ganze multipliziert mit dem Vektor h. h1 bis hn. So, und jetzt ist klar, was hier passiert. Jetzt habe ich also diese Summe, dieser Zeilenvektor, der nur aus Summen besteht, wird multipliziert mit diesem Spaltenvektor. Das heißt, da kommt dann also wieder eine Summe raus. Summe i läuft von 1 bis n. Und dann habe ich hier die Summanden, ist einmal jeweils immer der Kollege hier, j läuft von 1 bis groß n. Und dann habe ich hier d2f nach dxj dxi an der Stelle g von t und dann multipliziere ich das mit dem Vektor mit der Zahl hi. So, und jetzt merken Sie auch, was ich vergessen habe. Hier habe ich jeweils das h, das h vergessen. Hier habe ich, Moment, da, da, da. Da muss ich hier noch hj dazwischen mogeln und hier auch. Ja, und dann kann man das hier auch wieder rausziehen oder man kann es auch dahin schreiben. Also, Sie merken, am Ende wird es halt ein Indexkrieg, den ich ja auch teilweise zugegebenermaßen hier so ein bisschen verloren habe. Nevertheless, ist das das, was dabei rauskommt. Ja, dieses Monstrum
ist das halt das Ergebnis, was man eben halt was man ausrechnen kann für diese Hintereinanderausführung von G und F. Ja, und das Schöne daran ist, dass man das eben halt sehr elegant mit Hilfe der Jacobi-Matrix ausdrücken kann. Ja, dass man diese zweite Ableitung elegant ausrechnen kann in dieser Form, ist natürlich eine sehr schöne Sache, weil es ist sehr schön kompakt. Ja, und das mögen wir an dieser Hesse-Matrix, weil da sind sie nach dieser Aufgabenstellung sicherlich auch bei einer Meinung, niemand hat Lust auf solche Ausdrücke, weil man kann diesen Indexkrieg ja nur verlieren. Also gewinnen kann man den nicht. Ja, wie Sie gerade selber auch gemerkt haben. Okay, ich hoffe, es hat geholfen, zu glauben, dass die Hesse-Matrix total nützlich ist, weil man dann statt solcher Ausdrücke lieber eben halt solche Ausdrücke benutzen kann, ne?